Türkei ist, glaube ich, in keiner Weise belegbar. Gerade. Nein, das im Gegenteil ist es richtig. Ihre Partei war für die Mitgliedschaft stets, unsere war nicht dafür. Und zwar wegen der Verletzung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und der Religionsfreiheit. Und dies sollte man in diesen Tagen auch deutlich sagen. Gerade das ist der Grund. Also, das ist ich bringe jetzt erst Frau Derding rein in die Diskussion, weil sie direkt angesprochen also, wird. Ich bin schon ziemlich überrascht. Ich weiß zwar, dass Sie in Brüssel und Straßburg sind und nicht in Berlin, aber das, was ich in Berlin im Bundestag mitbekomme, seit 2005 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Seitdem ist die Bundeskanzlerin, heißt Angela Merkel, sehe ich eigentlich was anderes. Ich sehe eigentlich, je repressiver und je schlimmer die Bedingungen in der Türkei sind, die Verhältnisse sind, für die Pressefreiheit, für die Kunstfreiheit, für die Wissenschaftsfreiheit. Und ich kenne viele Menschen, die in der türkischen Zivilgesellschaft sind. Das ist auch eine Satire, was Sie vorteilen. Je schlimmer es ist, Herr Brok, umso mehr kommen Sie der türkischen Regierung entgegen. Ihre Regierung und Ihre Partei ist es, die jetzt sagt, ja zum EU-Türkei-Deal, zum beschleunigten EU-Beitrittsprozess. Ist doch nicht wahr. Zur unbeschränkten... Nein, natürlich sagen Sie das. Es werden Beitrittskapitel, wenn ich das mal ja, und zwar die Artikel 23, 24, die sich mit Pressefreiheit befassen. Lassen Sie mich auch aussprechen, Herr Brok. Also ich sage Ihnen mal was. 2013 gab es Millionen von Menschen in der Türkei, die auf die Straßen gegangen sind für eine Demokratisierung des Landes. Die Gezi-Park-Bewegung, die wurde blutig niedergeschlagen. Diese Regierung war es unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hat, wir intensivieren die Beitrittsverhandlungen und öffnen neue Beitrittskapitel. Wir als Linke, wenn ich das sagen darf, wir als Linke haben gesagt, wir als Linke haben damals gesagt, wenn Sie das machen, wird Erdogan das als eine Kursbestätigung nehmen und noch schlimmer gegen die Opposition im Land vorgehen. Ja, es ist eine pure und genau Lüge, das die ist Sie im vortragen. Moment der Fall. Eine pure es Lüge, sind meine die Sie Freunde, die in Haft sind, weil sie Journalisten sind und kritisch sind in der Türkei. So. Es sind meine Freunde, die Akademiker sind, einen Lehrstuhl haben oder hatten, sagen wir es mal so, die einen Friedensappell unterzeichnet haben und deshalb strafverfolgt werden. Nee. Und Sie machen einen EU-Deal mit der Türkei und sagen, wir öffnen neue Beitrittskapitel. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Sie jetzt behaupten. Also erst Herr Serdar, dann falsch ist, was Sie sagen. Ja, jetzt war ich dran. Jetzt Sie möchten den EU-Beitritt dieser Türkei. Ich gebe Ihnen sogar recht, Herr Brok. Ich gebe Ihnen recht. Bisher war die Kanzlerin die, die gesagt hat, die Türkei kommt nicht in die EU. Und auch die CDU, ihre Partei, war vehement gegen den Beitritt der Türkei. Was wir heute besprechen, ist die Frage, ist die Kanzlerin erpressbar geworden? Ja. Weil sie die Türkei plötzlich braucht. Und das ist das, was mich interessiert. Warum hat sie ihre Meinung plötzlich verändert? Nein. Sie hat ihre Meinung verändert, ganz drastisch. Und sie ändert sie auch in den letzten Monaten immer wieder mal. Es hieß noch vor 8 Monaten, wir schaffen das. Jetzt reden wir über Verschärfung von Asylgesetzen. Die Kanzlerin ist im Moment in einer schwierigen Situation. Sie merkt,